Könnt ihr erraten, mit welchen Kong wir den Boss der vierten Welt abschließen werden? Es sind ja noch zwei Kongs, die noch nichts gemacht haben. Und welcher Kong war sehr besonders wichtig für diese Welt? Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr euch denken, wer den Boss bekämpfen muss. Erstmal müssen wir aber dieses Nilpferd fett füttern mit den ganzen Bananen, die wir gesammelt haben. Wir geben ihm erstmal Unreife. Die liegen nämlich besonders schwer im Magen. Und dann können wir ihm gleich noch vergiftete Bananen hinterher schmeißen. Die blähen dann ganz besonders. Aber auch das wird noch nicht reichen, um das Schwein den Schlüssel erreichen zu lassen. Ich glaube zwar, dass wir dafür besser rankämen ohne die beiden, aber die wollen halt auch mal ihre Auftritte haben in dem Game, okay? Lassen wir sie einfach mal in dem Glauben, sie werden nützlich. So, Tinys Bananen sind abgegeben. Dann darf Lenky noch die Hälfte seiner Bananen behalten. Er reibt sich schon die Wampe. Und damit öffnet sich die Tür. Der Boss. Es ist ein Lenky-Boss. Er darf jetzt ordentlich zeigen, was er drauf hat. Und er wird sicherlich mega Spaß haben dabei, da bin ich mir sicher. Und dann gehen wir hinein. Wuhu! Oh, ha! In einer Vollmondnacht. Es hat geregnet. Ich befand mich in einer Nussschale und wollte angeln gehen. Aber dann juckte es mich am Kopf und dann habe ich gemerkt, ich habe gar keine Angel mit. Aber doch biss ein Fisch an. Es war ein riesiger... Moment. Ich kann ihn nicht genau erkennen. Ich falle fast aus dem Schiff. Oh, das macht mir ein bisschen Angst. Was ist hier los? Vielleicht sollte ich mal das Licht anschalten. Es ist schon wieder Donnerduck, aber diesmal als Fisch. Und er ist in Ohnmacht gefallen. Das steuert sich offenbar genauso wie das Rennen von Donkey Kong. Gut, dass ich das gemacht habe. Wir gehen durch einen dieser Ringe, dann fährt ein Obelisk aus und ein weiterer aktiviert sich und Zeitlimit ist natürlich auch wieder da. Das ist eigentlich einer der coolsten Bosse, finde ich, weil er so ein nice System hat. Aber wir haben 30 Sekunden pro Stern. Dann dürfen wir keine Fehler uns leisten, denn das wäre peinlich. Oh, aber der sniped. Holy shit. Das ist ein riesiger Pufferfisch aus irgendeinem Grund. Lieben Donkey Kong Pufferfischbosse. Aber warum hat er Zähne? Fische haben keine Zähne. Na, egal. Wir werden erstmal weiter im Kreis. Und was passiert jetzt? Er macht einen Stampfattacke. Und wow. Das ist eine mega fiese Kombination. Alter, die kommen total nah an ihm ran. Was soll ich da denn machen? Und er will snipen. Er trifft mich. Oh mein Gott. Ich bin halt tot. Ich muss mich mal etwas mehr bemühen. Okay. Ey, das ist schwierig. Der Bus ist super schwierig. Okay, den Ring haben wir noch. Jetzt sind es nur noch 25 Sekunden Zeit. Nein, ich habe den verpasst und wurde getroffen. Und er trifft mich doppelt, weil er... Und jetzt spackt die Kamera rum. Jetzt geh doch einfach mal durch diese Scheiße durch. Oh mein Gott, ich glaube, das werde ich mehr machen müssen. Das ist schon zu schief gelaufen. Alter, ich habe das nicht in Erinnerung, dass der Bus so schwer ist. Okay, jetzt dürfen wir wenigstens wieder ein wenig weiter draußen. 20 Sekunden Zeit pro Ring. Und jetzt macht er einen neuen Angriff. Aber er verfehlt damit ordentlich. Okay, schön eine Kurve gefahren. Oh mein Gott, der Ring da. Nein, ich bin gesprungen, aber es war leider. Was passiert jetzt? Ich weiß nicht so recht, was passiert ist. Okay, aber wir können neu starten. Oh mein Gott, ich hab ein...
Oh, jetzt hat's mich gleich mal gewarnt. Ich habe einen Boss gefehlt, das ist ja schrecklich. War der Boss so schwer? Oder habe ich mich dumm angestellt? Wir werden es gleich erfahren in der zweiten Runde. Wir müssen leider nochmal das Tutorial anschauen. Okay, der ist ja manchmal direkt vor uns gespawnt. Die erste Runde ist kein Ab, da muss man einfach nur im Kreis fahren. Den Ring finden. Okay. Erstes Leben ist wieder weg. Machen lustige Sounds, wenn man sie tut. So, aber wie soll ich denn jetzt diese Pause eigentlich machen? Ich meine, das geht ja gar nicht, damit nicht getroffen zu werden. Und jetzt bin ich auch noch vorbeigefahren. Okay. Ey, das ist wieder. Ich kann da ja nicht ran, ohne von der Welle getroffen zu werden. Ey, ich kapier's nicht. Warten, bis die Welle vorbei ist. Okay, das ist vielleicht... Dann mache ich jetzt durch, weil ich weiß, dass es das letzte ist und ich wurde nicht erwischt. Oh mein Gott, ein absolut kranker Bossfight. Okay, jetzt kommt, glaube ich, das Level, wo er diesen... wo es wieder etwas einfacher ist, weil die Ringe außen sind. Und er diesen Move macht, der nicht so schlimm ist. Ich verliere aber trotzdem fast. Okay, ich hab's noch erreicht. Oh, hier ist gleich das nächste. Okay, der nächste Ring ist garantiert wieder in. Okay, ich darf ihn sogar berühren. Das ist gut zu wissen. Und da ist der letzte Ring. Drittes Leben, wie viel wird er wohl haben? Mehr als drei, wie es aussieht. Was macht er jetzt? Er hat sicherlich wieder einen neuen Move jetzt. Oh, die Ringe sind jetzt mega klein. Und sehr weit auseinander. Da ist der nächste. Drei von fünf Ringen. Ich glaube, der nächste ist nah bei ihm dran. Ein Ring noch. Da ist er. Okay, das gute Leben. Ich schätze mal, wir sind jetzt beim Ende des Kampfes. Okay, jetzt sind die Ringe quasi hier ganz niedrig. Und nur noch 10 Sekunden. Oh Gott, jetzt wird es richtig heftig. Das muss das letzte Leben sein, weil alles andere wäre runter. Und jetzt kommen sogar noch kleine Fische an. 6, 5, 3, ich hab's erwischt. Ich hoffe, es war kein Fehler, mich zu drehen. Nein, war es nicht, okay. Komm, komm, nur noch ein Ring, der muss nah an ihm dran sein. Da ist er, weit weg. Wir haben es, oh mein Gott. Wow. Und damit wird er geplatzt und er macht lustige Geräusche. Während er in den Vollmond stirbt und langsam zu Boden fliegt. Unglaublich, also der Kampf war echt heftig. Aber wir sind auch langsam... Ich weiß nicht, sind wir in der zweiten Hälfte schon? Linky weiß gar nicht, wie er... Er zelebriert gar nicht, er ist völlig außer sich einfach. Alles klar, wir haben Aqua-Albtraum abgeschlossen. Na los, Linky, freu dich ein wenig. Wackel mit den Armen. Während die Kamera dir zwischen die Beine zoomen möchte. Und dann werden wir die Welt verlassen. Und gleich mal zu Kelausi gehen, der sich hoffentlich ein bisschen mehr freut als beim letzten Mal. Denn da hat er ja gar keine Lust gehabt, uns einen neuen Weg zu öffnen, aber vielleicht da jetzt... Ich weiß gar nicht mehr, was die nächste Welt ist, die ganz im Ernst.
Ich erinnere mich noch an eine Welt, die ich sehr, sehr schwer fand, aber was meine Lieblingswelt war. Und dann, wie viele Welten gibt's überhaupt noch? Okay, einen Moment. Wir haben hier jetzt noch so eine Platte, aber da wir keine neuen Moves gelernt haben, ist der weiß oder blau? Moment, da ist ein Fass für Tiny. Ich will mal kurz den Tipp von Chunky hören. Ist das Chunky oder ist das Donkey? Ich glaube, das ist grün. Chunky braucht keinen Schlüssel, um... Ja, das ist garbage. Ich hatte gehofft, sie sagt das mit dem Schiff, weil das wäre mal ein Tipp gewesen, der tatsächlich sinnvoll wäre. Denn ich habe ja sehr gestruggelt den letzten... Die da hinten. Dafür ist dann sicherlich dieses Tiny fest. Aber da brauchen wir auch diesen Schalterschlüssel dort. Also wir müssen auf den Schalter. Eine Stampfattacke machen, um die Tür zu öffnen, ne? Also ich will euch eins sagen, ich fand bisher die Wasserwelt insgesamt von allen Welten die schwächste. Die erste ist natürlich noch ein bisschen Standard, aber hat mir trotzdem Spaß gemacht und wird auch noch ein paar coole Aufgaben für uns beinhalten. Die zweite fand ich schon richtig gut und die dritte, wie gesagt, eine meiner Lieblingswelten. Aber die Wasserwelt war... Hatte zwar schon auch coole Aufgaben mit den Quacktauchen und so, aber ein Großteil, und er freut sich wieder nur total wenig. Hat das was gebracht? Hä? Was ist das denn jetzt? Eine Kanone? Wofür ist die denn? Wie Lenky mit den Armen wackelte. So, das da war es nicht. Das da hinten auch nicht. Wo genau hat sich aber jetzt was aktiviert? Wow, ich muss erstmal die nächste Welt finden jetzt. Theoretisch könnten wir auch in die erste zurückkehren, aber ich glaube immer noch, dass uns Moves fehlen, um alles zu vervollständigen. Da hinten ist es gewesen. Ja, aber das ist doch keine Welt, oder? Aber es muss eine Welt sein. Wow, habt ihr die Wespe gesehen? Hier ist der dritte Teleporter? Warum das? Okay, alles sehr mysteriös gerade. Ein Donkey Kong. Münzchen, das wir gleich mal öffnen mit Lankys Move, der ein schöner Breakdance ist. Ach so. Jetzt erinnere ich mich. Und da hinten? Moment, ich glaube es gab hier... Gab es hier nicht irgendwo ein Secret? Vielleicht müssen wir das erst aktivieren. Und der Baum hier ist ja auch mal mega erbärmlich, oder? Kommt man da rüber? Ich glaube, das ist ein bisschen zu weit. Aber gehen wir erstmal hier rein. In die nächste Lobby. 50? Ey, ich hab fast alles maximiert und ich komme gerade so in die nächste Welt praktisch. Okay, das... Was zur Teufel ist das? Das ist sehr merkwürdig. Und es... Hier sind die Tippplattformen auf so einem komischen Rad, das man mit Donkey drehen muss. Aber wir wollen die Tipps ja sowieso nicht benutzen. Aber was ich gesehen habe, ist, wenn mich nicht alles täuscht, musste ich niesen. Ich hoffe, ich erinnere mich, das auszuschneiden, sonst wurde es sehr schmerzhaft bei euch zum Anhören.
Und da ist eine Fee. Da ist noch eine weitere Öffnung da hinten. Okay. Ups, das war jetzt falsch. Oh mein Gott, ich verliere total. So, Fee, komm her. Schaffen wir dich wieder im First Try? Ich würde es hoffen, aber die ist ganz schön unterwegs hier. Ja, wenn sie da hinten drin ist, wäre das ein guter Moment. Aber die ist total überall gerade. Ich komme gar nicht hinterher. Ah, da hätte ich einen guten Moment gehabt, wenn ich... Ah, schade, zu spät. Okay, leider kein... First Try. Das war einfach nur schlecht reagiert jetzt. Aber die Feen werden halt jetzt auch einfach zu flink. Man hat nicht umsonst so viele von den... Ey, das wird getroffen! Kann mir niemand was erzählen! Jetzt bleibt da nochmal stehen, bitte. Oh, das ist wie eine Fliege fangen im Real Life. Ey! Das war jetzt auch gut Glück. Aber die ist... Ich habe auch jetzt keine große Taktik, die ich... Ich glaube, von hier ist vielleicht gar nicht so gut. Vielleicht soll ich es von hier probieren. Jetzt treibt sie sich über mich auf und die ganze Zeit. Vorhin ist sie die ganze Zeit da hinten geblieben. Aber sie bleibt nicht stehen. Sie bleibt einfach nicht stehen. Jetzt seht ihr, wie das in Wahrheit abläuft mit diesen Feen. Weil so kenne ich das eigentlich. Aber really, da wäre jetzt ein mega guter Moment gewesen. Ich gehe hier noch... Ich verliere noch sämtliche Feen. Ach, Manu! Du dumme Fee! Du wirst jetzt dich einfangen lassen. Sonst kriegst du doch eine leere Flasche stattdessen. Weiß nicht, ob dir das besser gefällt. Jetzt bleib stehen, du dummes Teil. Ich hab sie, oh mein Gott. Ah, furchtbar, 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 die Dinger. Okay, aber... Was hat es damit auf sich? Muss man das Ding auch abschießen? Ich meine, hier ist offensichtlich noch eine Öffnung. Moment. Hey, schaut mal, die haben es geschafft, diese Kiste richtig rum abzustellen. Nein, das geht nicht kaputt mit Schenken. Da ist doch aber auch noch ein Gate. Kann man nicht auch punchen? Ich weiß gerade gar nichts, um ehrlich zu sein. Der Pilz ist rot. Meint er, das heißt, ich muss den mit Diddy abschießen? Ich meine, eigentlich... Außer das hier kann ja eigentlich hier nichts... Nichts mit dem Pilz zusammenhängen. Der bewegt sich ja nicht umsonst so merkwürdig. Es ist wirklich so, oh mein Gott. Ey, ist es jetzt gelb oder grün gewesen? Gelb, oder? Mann, warum sind die Farben so schwer zu erkennen? Ist das grün? Nee. Das hat mich auch gestört im Aqua-Albtraum. Unter Wasser könnte man die Farben total schwer... auseinanderhalten.
euer fucking Ernst? Ey, der triggert mich jetzt. What the hell? Jetzt ist es grün. Chunky hier. Das ist mal eine schöne Aufgabe, wo man mal alle braucht. Sieht eigentlich wieder fast gelb aus für mich, aber... So, und jetzt nur noch eine Tiny. Da erwarte ich jetzt aber auch eine tolle Belohnung dafür. So, Tiny, auf geht's. Du hast den ersten Schuss gemacht, du machst auch den letzten. Da ist eine Plattform für Chunky, also kann ich das ja noch gar nicht machen. Das ist irgendwie jetzt sehr enttäuschend. Na gut, aber wir haben es jedenfalls schon mal aktiviert. Dann gehen wir mal rein. Hey Tiny, du bist zwar weiblich, aber du kannst auch mal Bananen wachsen lassen. Los! Dieser Sexist, Alter. Furchtbar, der Mensch. Oder Schild. Schildbürger. Mal sehen, was diese pilzigen Primaten vorhaben. Ich bin ja schließlich der Pirat hier. Hä? Kein Kommen weit und breit? Wo sind sie hin? Warum läuft hier nur Scheiße im Fernsehen? Haben die etwa RTL angeschaltet? Ah, wer war das? Ich bin's weggekommen. Ich hab total Spaß, ihr kriegt mich nicht. Ja, wir werden dich fangen, du dummer Affe! Juhu, ihr kriegt mich nie, Figuren! Ich kann an Wänden laufen, das kann ich eigentlich gar nicht. Aber ich kann's trotzdem. Ich glaube, wir sollten aufgeben. Das können wir eigentlich vergessen, den da zu kriegen. Ja, das sehe ich auch so. Na dann gehen wir mal zu Cranky und lernen neue Moves. Okay, ich versuch's. Keine Chance, Alter. Tschüssi. Warum bin ich nur von solchen Idioten umgeben? Ich hätte den total easy dort weggekloppt. Warum machst du es dann eigentlich nicht? Und die nächste Welt ist der Wunderwald. Oh. Die Welt hätte ich fast vergessen. Aber die ist mega nice. Daran erinnere ich mich total. Die hat nämlich ein voll cooles System, was mit diesem Ding dort zusammenhängt. Und es ist auch einfach eine nice Welt von der Idee her, was noch nicht in jedem 0815 Jump'n'Run probiert worden ist. Denn es ist ein Märchenwunderwald. Und auch ein bisschen Horror mit dabei. Also wenn ihr euch gerne gruselt, ja, dann... Ihr schaut ja meine Let's Plays, also gruselt ihr euch garantiert gerne. Ich werde jetzt erstmal diesen Weg gehen, denn hier sind schon Tiny... Okay. Das triggert mich nicht so hart, weil hier ja gleich ein Tauschpass ist. Was haben wir hier? Ein Apfel, der sehr platt ist. Da haben bestimmt schon andere eine Stampfattacke ausgeführt, die ein bisschen größer sind als Tiny. Und wir können direkt hier fliegen, auch interessant. Ja. Diese Pilze sind diesmal nicht zum Abschießen gedacht. Kann Tiny hier vielleicht sogar ein bisschen mit ihrer Flugfähigkeit regeln? Ich komme auf jeden Fall hier hinter. Und da oben habe ich, glaube ich, Lanky-Coins gesehen. Hier ist etwas für Chunky. Ich schätze mal, da muss wieder eine Stampfattacke machen. Aber ich will mir erstmal ein bisschen die Welt anschauen, bevor wir uns in Aufgaben stürzen. Zum Beispiel haben wir hier direkt mal den Teleporter 3, warum nicht die 1? Oh, die Musik ist auch total nice. Und da hinten sind Tiny Coins. So, schauen wir uns von hier mal um. Ist ja echt merkwürdig, dass hier die 3 ist, direkt am Anfang. Okay, es gibt eigentlich nur diese Wege. Hier können wir durch.
ohne dass wir etwas öffnen müssen. Da ist noch mehr Pilz und ein Riesenpilz. Die Aufgabe, da freue ich mich schon drauf, die wird sehr spaßig. Und ist das schon der nächste Teleporter 3? Unfassbar, dann haben wir schon mal das aktiviert. Und da ist auch gleich Cranky. Dann würde ich sagen, ist das gleich mal das Erste, was wir machen würden. Denn wenn er diesmal keine neuen Moves hat, dann kann er eigentlich gleich mal seine Auftritte beenden. Hey Tiny, für dich Winzling habe ich gleich ein großartiges Angebot. Was hältst du davon, ne? Da kannst du nicht Nein sagen, oder? Ja, da kann Tiny nicht Nein sagen. Sie hat leider Komplexe. Deswegen lässt sie sich immer wieder verführen und sie kriegt Superkümmer. Hörst du überhaupt zu, Tiny? Du und deine schäbigen Freunde können jetzt alle blauen Schalter aktivieren. Und mehr gibt's leider nicht. Keine neuen Moves? Aber ich brauche noch total viele Moves. Moment, ist das jetzt mit einem anderen Punkt vielleicht möglich? Weil Chunky muss eigentlich doch noch mindestens zwei Sachen lernen. Chunky, zeig mal, kannst du einen Move lernen hier? Und das Tauschpass ist dann gleich mega gut, um mit Lenky hier die ersten Bananen hier zu sammeln. Boah, Chunky, du bist so witzlos. Keine Sorge, du kannst noch nichts lernen. Du musst erst ein wenig Abenteuer erleben und dann kannst du vielleicht verstehen, was ich vor... Ich bin schon längst rausgegangen, Cranky. Du kannst aufhören mit labern. Okay, das enttäuscht mich jetzt auch. Dann kann ich ja erst ganz am Ende die ersten Welten vervollständigen, oder? Oder kann Chunky das alles schon? Aber es gibt definitiv noch diese Platte. Naja. Kommen wir uns darum ein andermal. Erkunden wir lieber diese großartige neue Welt. Sammeln die ersten Bananen hier ein. Indem wir eine Runde um diesen... Ja. Aber Lenky hat hier 100% eine neue Move. Moment. Das muss ich tatsächlich mal mit allen austesten. Ach komm, Lenky, du kannst doch sonst so gut springen. Ja genau, bugge dich da hoch. Du musst einen neuen Move lernen. Es gibt hier eine Aufgabe, die du sonst nicht abschließen kannst. Hä? Okay. Das heißt folgendes, Leute. Diese Welt werden wir nicht zu 100% machen können. Also werde ich mich ein bisschen zurückhalten und mir aussuchen, was wir an Aufgaben machen werden. Das ist... Diese Pilze sind übrigens mega creepy Gegner. Das ist ein bisschen überraschend jetzt. Oh, ein Tauschpass ist dort. Na, dann wechseln wir zu Dunkel. Schade, ich habe mich so auf die Welt gefreut und dann darf ich sie gar nicht machen. Junge. So. Damit haben wir jetzt auch das eingesammelt. Donkey, hat der noch irgendwas? Es gibt hier viele Wege. Chunky, hier ist die Plattform Nummer 2. Und da ist die 1. Okay, hier ist Form. Wie sieht es mit dem Pilz da aus? Tauschpass, wunderbar. Fangen wir erstmal an, den Start hier auszukundschaften. Ich werde erstmal diese Lenky-Bananen dann noch sammeln. Und dann lassen wir uns mal hochschießen. So, und hier oben... Das werde ich noch zeigen in diesem Part, glaube ich. Donkey Coins. Im Moment zeigt die nur 12. Und es gibt einen Schalter mit einer Sonne und eine mit einem Mond drauf. Und was das heißt, seht ihr gleich, wenn ich im Tauschpass... Wo... Das ist kein Tauschpass.
Du hast auch noch Diddy Bananen. Also erstmal schön, dass das Gebiet hier will ich auf jeden Fall noch. Wo zur Hölle war das Tauschpass? Da ist es. Erst Chunky. Der hat eigentlich nur das da zu tun. Wobei, eine Sache hat er noch zu machen. Da, wo ich mit Tiny reingegangen bin. Nämlich hier. Musste er noch mal eine Tür öffnen. Dann schauen wir noch mal kurz rein, was uns hier dahinter erwartet. Und das war, fand ich, unnötig. Da hätten sie ruhig nur ein Gate hinsetzen können und darüber dann lieber das andere. Bitte helft mir, diese beknackten Tomaten haben alle meine Freunde gefuttert. Nur ich bin noch übrig, mach sie platt, dann erhältst du von mir eine coole Banane. Du siehst aus wie ein Nerd, ich glaube nicht, dass du... Wow, die Dinger sind gruselig. Kann man die... Okay, die können wir auch scheinbar noch nicht... ich hau da lieber mal ab hier. Da ist ein... Wow, wow, die verfolgen eine Mega. Da ist ein Gate mit einer... einem Mond drauf. Könnt ihr euch also überlegen, was das bedeuten wird. Aber wir gehen erstmal zurück. Und seht ihr, da ist jetzt noch diese einzelne Tiny Banane. Nur wegen diesem blöden Gate. So. Jetzt machen wir den Wechsel auf Diddy. Der hatte auch noch irgendwo eine Banane. Nämlich hier. Und dann hat er auch noch einen Flugfass, nämlich da. So. Aber was genau will man eigentlich mit dem Flugfass hier? Da oben drauf ist nichts. Jedenfalls nichts Sinnvolles. Das war Donkey Coins, ne? Diddy kann nämlich... nicht die Welt umschalten. Dann könnte ich das... War das Chunky? Wo ist das Dorf das hin? Wenn es Diddy nicht war, muss es Chunky gewesen sein. Du bist der Einzige, der noch sowas ähnliches aktivieren kann. Aber ja, macht Sinn, dass das dann eine Chunky-Welt ist, ne? Macht der das auch nicht, oder was? Hä? Oder muss man... Man muss einfach nur drauf schießen, dann geht es mit jedem Kong. Dann aktiviert sich der Kuckuck und... Es wird nah. Und nachts wird diese Welt zu einem Horrorforst. Mit grausigen Gegnern und noch schrecklicheren Aufgaben. Der wir uns aber im nächsten Part erst stillen werden. Also... Hoffe ich, wenn ihr gespannt seid, wie sich das jetzt ablaufen wird, dann könnt ihr mich gerne mit einem Like unterstützen und beim nächsten Part wieder dabei sein. Bis dahin und tschüss.